In diesem Video möchte ich mal ein sehr kritisches Thema ansprechen. Und zwar stelle ich immer wieder fest, dass sich viele Typ-2-Diabetiker an den falschen Leuten orientieren, um ihren Zustand zu verbessern. Wen meine ich mit den falschen Leuten? Naja, an anderen Betroffenen wird sich da orientiert. Ja, dieser Austausch ist ja an sich erstmal nicht so tragisch, wenn man sich da ein bisschen austauscht. Aber es macht keinen Sinn, sich da gegenseitig Ratschläge zu geben, wenn doch beide Parteien gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, das heißt, du bist vielleicht Neudiabetiker, sage ich mal so, weißt eh nicht, auf was es ankommt, was du jetzt machen sollst, wie du jetzt da weiter vorgehen sollst, sei es beim Thema Ernährung, sei es beim Thema Lebensstil allgemein. Und meistens ist es ja auch so, vom Arzt oder auch vom Diabetologen bekommst du vielleicht auch Ratschläge, stellst dann aber doch fest, okay, zu Hause angekommen, bin ich jetzt wieder alleine und weiß eigentlich gar nicht, was soll ich jetzt genau machen, wie war das jetzt nochmal gleich? Und dann wird sich halt da so ausgetauscht, ja, in Foren, man findet dann ziemlich schnell so Gleichgesinnte, versucht sich da auszutauschen, wie machst du das, was hast du da alles gemacht, wie bist du da vorgegangen? Und ja, was passiert denn dann, wenn du dich dann an diesen Tipps hältst? Ja, wenn du dich dann an den Leuten orientierst, die eben meist gar nicht wissen, was sie machen sollen, weil die sind ja den gleichen Prozess durchgelaufen wie du. Ich meine, generell beim Thema Typ-2-Diabetes ist die Aufklärung meistens sehr mangelhaft. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass eben so ziemlich alle Typ-2-Diabetiker diese mangelhafte Aufklärung genossen haben und eigentlich gar nicht wissen, was sie genau machen sollen und wie sie das machen sollen und im Grunde über die Jahre halt sich diese Erfahrungen, ja, oder dieses Wissen selbst aneignen mit diversen Versuchen, dann hat man halt mal Glück, irgendwas mag mal funktionieren, wahrscheinlich weiß man dann aber gar nicht, was funktioniert hat. Und wenn man sich halt daran dann orientiert, dann hast halt du ein Riesenproblem, weil dann ist es eben auch nur so ein Glücksgriff am Ende des Tages. Weil es heißt ja nicht, nur weil es bei Person A auf irgendeine Weise geklappt hat, dass es bei Person B genauso klappt und dass es bei dir dann wieder genauso klappt. Also das ist eben sehr, sehr kritisch zu betrachten. Ja, weil wenn man sich immer nur an den Leuten orientiert, die gar nicht wissen, um was es geht, dann weißt du am Ende des Tages auch nicht, um was es geht und dann drehst du dich nur im Kreis. Ja, und dieses Hutschlagen und hoffen, dass mal so ein Glückstreffer dabei ist, geht halt viel Zeit verloren und auch viel Potenzial, weil umso länger man natürlich wartet, ja, ich habe schon oft gesagt, umso weiter schreitet die Krankheit fort, umso schwieriger wird es halt irgendwann mal das Ganze wieder weitestgehend zu reversieren. Das heißt, wenn man sich hingegen von Anfang an schon die richtigen Dinge aneignet, an den richtigen Leuten orientiert, sich mal Gedanken macht, warum es überhaupt zu Typ-2-Diabetes gekommen ist, was denn wirklich die Ursache ist, wie man wirklich an dieser Ursache auch wieder arbeiten kann, ja, eben auch mit dem Lebensstil, weil das sind die Dinge, die hat man selbst in der Hand, da sollte man den Fokus drauf legen, dann läuft es auch relativ gut und dann musst du dir da auch keine langfristigen Sorgen machen. Ja, aber so wäre es halt optimal, was ich aber immer wieder feststelle ist, in diversen Gruppen, wo man dann sich eben immer so austauscht und dann sogar noch mit wirklich Tipps und Ratschläge, wo ich mir so ein bisschen an den Kopf fassen muss und mir denke, was macht ihr da? Ja, ihr zieht die anderen mit eurem Unwissen noch mit in den Dreck rein. Ja, schaffen es selber nicht, ihren Zustand zu verbessern, denken, sie machen alles gut, weil sie im Grunde nur mit vielen Medikamenten gut eingestellt sind und motivieren andere, das Gleiche zu machen. Andere Leute, die aber vielleicht die Intention haben, hey, ich möchte eigentlich die Medikamente vermeiden, ich möchte das wieder so in den Griff bekommen und die machen das denn genauso, weil es von anderen vorgelebt wird und die das denen auch noch so empfehlen. Und wenn man da neu dazukommt, als Unwissender, so ein bisschen allein und im Stich gelassen und man wird dann da aufgefangen von der Gruppe und bekommt dann da so Dinge gesagt und denkt, das muss es sein, weil die haben da schon so lange Erfahrung und die kennen sich da aus, aber im Grunde machen sie jahrelang immer nur dasselbe und sind eigentlich noch keinen Schritt weiter. Und wenn du dann glaubst, hey, das ist es anscheinend, das muss der Weg sein, die müssen es ja wissen und hältst da an dem fest, ja, dann wird es halt für dich genauso enden. Ja, dass du dich da eben nur immer so in diesen
in diesem Pensum hältst, wo man sagt, okay, die Werte sind gut, ja, ich bin gut eingestellt, ich nehme viele Medikamente und unser Essen, das passt auch so ungefähr, aber das ist ja vielleicht gar nicht dein Ziel. Ja, vielleicht hast du ganz, ganz andere Ziele. Das ist natürlich immer der Unterschied. Was will man haben von Leben? Wo will man hin? Und ist man bereit, die Dinge zu tun? Wenn natürlich jemand sagt, hey, ich möchte nichts verändern an meinem Leben, es ist okay für mich, wenn ich Medikamente nehme, weil die tun mir ja nicht weh, es ist auch okay für mich, wenn es immer mehr werden. Es ist auch okay für mich, wenn irgendwann mal wenn es mal zu gewissen Folgeerkrankungen kommt. Ich meine, ja, die Leute gibt es auch, denen ist das halt egal. Die denken sich, ich mache mir jetzt noch ein paar schöne Jahre. Was danach kommt, da kümmere ich mich dann später darum. Das muss jeder selber wissen, ganz klar. Aber wenn du eben sagst, hey, pass auf, ich möchte da jetzt wirklich schauen, dass ich da wieder wegkomme davon, dass es kein Thema mehr für mich ist, dann muss man da ganz, ganz vorsichtig sein, an welchen Leuten man sich da orientiert. Passt da wirklich auf. Und eben auch, wenn du merkst, hey, vom Arzt, vom Diabetologen, auch vielleicht hast du schon eine Ernährungsberatung hinter dir, eine Art Reha hinter dir, du warst schon da irgendwo drin und merkst auch, okay, ja, da war mal so eine Riesengruppe, da wurde so ein bisschen oberflächlich was mitgeteilt, da haben wir so einen dicken Ordner mit nach Hause bekommen, aber im Grunde weiß ich jetzt auch nicht genau, wie soll ich das jetzt umsetzen, wie war das nochmal, du weißt gar nicht mehr, wie das alles da zusammengehört, was sie dir da erklärt haben. Da musst du halt dann auch, okay, schauen, macht das jetzt Sinn für mich? Soll ich mich jetzt da irgendwie so durchwursteln und hoffen, dass das irgendwie für mich funktioniert, dass ich das irgendwie wieder so hinbekomme? Ist halt alles schade, weil wie schon gesagt, es vergeht so viel Zeit und irgendwann hört man halt auf, dann vergisst man das wieder. Ja? Dann landet der Ordner wieder irgendwo im Regal und die ganzen tollen Vorsätze, die man vielleicht am Anfang gehabt hat, sind auch wieder weg. Motivation ist auch weg und dann ist halt alles wieder so, dann geht alles wieder so seinen Lauf. Ja, weil es tut erstmal nicht weh, ist klar. Und da vergisst man halt irgendwann so diese Wichtigkeit der Gesundheit gegenüber, wenn man jetzt keine akut irgendwo merkt, hey, da zwickt's oder ich muss jetzt dringend was machen. Und das ist eben bei Typ-2-Diabetes sehr gefährlich, weil es tut ja am Anfang nicht weh. Ja, hast du vielleicht selbst schon erkannt. Und da ist eben das Thema, ja, orientier dich an den richtigen Leuten und sobald du merkst, irgendwas, dem kann ich nicht so ganz trauen, das macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Auch hinterfragen, pass auf, denen scheint es zwar gut zu gehen, aber warum? Was machen die denn? Ja, was nehmen die denn alles an Medikamenten, damit es ihnen so gut geht oder damit sie so gute Werte haben? Es sind alles Dinge, die musst du berücksichtigen. Also nicht blind immer jeden hinterherlaufen und sagen, ach, der hatte schon 20 Jahre, der weiß ganz genau, was er macht, das kann ich guten Gewissens auch machen. Sondern da immer so ein bisschen für dich auch hinterfragen, das Ganze, ja. Und das ist eben sehr, sehr kritisch. Also, wenn du eben auch jemand bist, der das schon vielleicht selber erlebt hat, ja, dass du auch schon in diversen Gruppen warst und gemerkt hast, da versuchen Leute, wenn du mal so eine Frage stellst, dir da tolle Ratschläge mitzugeben und du schon so raus merkst oder du schon so ein bisschen so erkennst, so wenn du so zwischen den Zeilen liest, hey, das ist irgendwie, macht gar nicht so viel Sinn, dann solltest du da eben schon schauen, dass da so ein bisschen deine Warnleuchten angehen und da eben Abstand halten. Ja, ganz, ganz wichtig. Genau, das wollte ich dir an dieser Stelle einfach mal mitgeben, aus dem einfachen Grund, weil es mir einfach immer wieder auffällt und ich das sehr, sehr schade finde, dass sich da viele Leute in etwas hinein katapultieren in eine Situation, die man so eigentlich eher vermeiden sollte. Ja, also da pass bitte auf. Ich hoffe, dass du damit noch nie Erfahrung gemacht hast und dass es auch in Zukunft so bleibt. Und da sei eben immer so ein bisschen achtsam und pass auf, wer dir da was sagt und ob das auch alles Hand und Fuß hat, was dir da mitgeteilt wird. Ganz, ganz wichtig. Ja. Von dem her, ich hoffe, war wieder ein wichtiger Impuls auch für dich an dieser Stelle. Wenn du natürlich sagst, ich brauche das aber. Ja, ich bin neu in dem Thema oder ich bin schon ganz lange mit dabei. Ich habe das schon seit 10, 20 Jahren, aber ich komme da einfach nicht auf den Trichter. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch jetzt noch nicht, was ich machen soll. Oder ich habe es bisher immer gedacht, aber es hat nicht funktioniert. Naja, ein paar Leute gibt es, auf die kann man sich verlassen. Die können dir genau das sagen, was du hören musst, was funktioniert langfristig. Die können dir sagen, auf was es ankommt, wie es dazu gekommen ist, wie man an der Ursache rangeht, damit man eben das Beste für sich und seine Gesundheit rausholt, dann bist du natürlich hier genau richtig.
Also wenn dich das Thema interessiert, dass du mal wirklich da an diesem Kern der ganzen Thematik arbeitest, dann kannst du sehr gerne mal dich bei uns bewerben für ein kostenloses Erstgespräch. Weil da können wir uns eben das mal ganz genau anschauen, weil dann höre ich mir an, wie es bei dir aussieht, was du bisher gemacht hast. Dann kann ich dir auch mal vielleicht so ein paar so Mythen austreiben, was du vielleicht denkst, was gut ist bei Typ 2 Diabetes, aber im Grunde gar nicht so gut ist. Und warum du dich da bei uns bewerben musst, hat einfach den Grund, weil wir natürlich sehr viele Anfragen erhalten und wir wollen dann einfach nur die Leute auch hier bei uns haben, wo wir auch sicher sind, dass wir ihnen helfen können und die Leute, die auch wirklich Bock drauf haben, was zu machen. Ja, die sich nicht nur mal schnell was anhören wollen, sondern die sagen, hey, pass auf, ich bin jetzt an einem Punkt, ich möchte was machen, ich muss was machen, mir ist meine Gesundheit wichtig und ich möchte jetzt endlich mal die Aufklärung haben, die einen Input haben und diesen Leitfaden haben, der mich da langfristig an mein Ziel bringt oder meinen Zustand natürlich dementsprechend verbessert, dass es mir wieder besser geht, damit ich mich wieder wohlfühle, damit ich einfach sehe, da geht's voran, da tut sich was, ja, und zwar zum Positiven. Also da gerne mal bewerben, entweder natürlich auf unserer Website, ich blende das Ganze hier mal ein auf www.peterseidel.com oder geht genauso einfach unter dem Video in der Infobox, findest du auch einen Link. Da kommst du eben auf dieses kurze Bewerbungsformular und dann füllst du das aus, schickst es ab. Wir werden uns dann zeitnah bei dir melden und dann vereinbaren wir da mal einen passenden Termin, wann wir uns da mal unterhalten können. Ja, würde mich sehr freuen. Wenn dich das interessiert, wäre natürlich super, weil da bist du wirklich mal in guten Händen, da wird dir genau das gesagt, was du eben brauchst, damit es vorangeht. Und ansonsten hoffe ich, du hast wieder was mitnehmen können. Pass eben auf, wo du deine Tipps und Infos herholst. Und ansonsten sehen wir uns natürlich wieder beim nächsten Video. Freue mich schon, wenn du wieder mit dabei bist. Abonniere den Kanal, lass einen Daumen da. Beste Gesundheit und ciao, mach's gut, dein Peter.